Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nach mehrfachem Anteasern habe ich es endlich geschafft, mir den Ego Live für euch mal genauer anzuschauen. Und dafür bin ich heute im Design Center der Firma Ego hier in Aachen und schaue mir das Auto, ihr seht es schon, mehrere Fahrzeuge mal genauer an, damit ihr einen besseren Eindruck davon bekommt, wie die Serienversion von diesem Fahrzeug sein wird. Viel Spaß! Ego wurde im Jahr 2015 direkt nach dem Verkauf von Street Scooter an die Deutsche Post von Professor Schuh im Rahmen einer Ausgründung der RWTH Aachen ins Leben gerufen. Die Aktien werden nicht öffentlich gehandelt. Ego finanziert sich durch die Anteilseigner und strategische Partnerschaften mit Firmen wie zum Beispiel Bosch. Fördergelder vom Land NRW flossen in den Bau des Werkes. Die Firma hat mittlerweile über 300 Mitarbeiter und den Hauptsitz auf dem Campus Melaten in Aachen. Durch die Verbundenheit mit der RWTH kann das Unternehmen auf die Ressourcen wie Werkstätten und Maschinen der Hochschule kostenpflichtig, also zur Miete, zurückgreifen. Ich denke mir aber, dass diese Preise ziemlich kollegial ausfallen dürften. Der Life ist das erste Elektroauto der Firma und ist für den Stadtbetrieb konzipiert. Der Wagen ist 3,5 Meter lang, 1,7 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Dabei soll er Platz für 4 Personen bieten, was ich später noch testen werde. Bei den hier gezeigten Showmodellen handelt es sich um Prototypen. Deshalb möchte ich nicht zu sehr auf die Einzelheiten eingehen, sondern die bestätigten Daten und Funktionen der Serienversion sowie die Änderungen besprechen. Die Karosse besteht komplett aus ABS-Kunststoff, scheint sich bei den Kleinserien-Elektroautos wohl als Standard zu etablieren. So bilden die günstigen und voll durchgefärbten Kunststoffteile, welche dadurch Kratzer besser verzeihen lassen, nur die optische Außenhaut. Das Aluminiumgerüst dahinter ist für die Stabilität zuständig. So soll der Life im Crashtest ein NCAP-Rating mit 3 von 5 Sternen erhalten. Von vorne erinnert mich das Auto durch die lange gerade Haube etwas an den Kia Soul. Die Formgebung ist auf Funktionalität und nicht auf Aerodynamik ausgelegt. Glücklicherweise verzichtet man auf eine Kühlergrillattrappe. Die Scheinwerfer kommen standardmäßig mit Halogenleuchtmitteln. Echt jetzt? Ein Upgrade auf LED kostet 650 Euro. Auch die Nebelscheinwerfer sind optional. Die Ladebuchse wandert in der Serienversion aber noch auf die linke Seite und obwohl der Life fahrzeugseitig einen Type-2-Stecker bekommt, unterstützt er nur eine einphasige Schnarchladung mit 3,2 bzw. 3,7 kW. Ja, ich verstehe schon, ein Stadtauto. Ich hätte mir aber dennoch einen 11 kW Drehstromlader wenigstens optional gewünscht, weil eigentlich nur dieses Fehlen das Stadtauto zum Stadtauto macht. Und wo wir schon beim Thema sind, den Life wird es in 3 Basisversionen geben. Life 20 für 15.900 Euro, den 40er für 17.400 Euro und den stärksten 60er für 19.900 Euro. Dabei steht die Zahl für die Spitzenleistung des Elektromotors in kW. Aber auch die Kapazität des im Fahrzeugboden und nur luftgekühlten Akku aus 18650 Lithium-Ionen-Zellen erhöht sich von 14,9 Kilowattstunden beim 20er über 17,9 beim 40er auf 23,9 Kilowattstunden beim 60er Topmodell, weil mehr Batteriemodule insbesondere in Serie hintereinander geschaltet werden. So kann man sich auf eine realistische Reichweite von 100 bis 150 Kilometer einstellen. Wichtig ist noch, dass selbst bei den teureren Modellen keine Sonderausstattungen inkludiert sind. Dazu komme ich aber noch im Laufe des Videos. Der Antriebsstrang kommt aus dem Hause Bosch, besitzt einen Asynchronmotor, kann rekuperieren und wird durch eine Flüssigkeit gekühlt. Durch diese Kooperation kann das Auto an den zahlreichen Bosch-Servicewerkstätten repariert und gewartet werden. Ich denke ja, dass in allen Modellen derselbe Powertrain sitzt und die Leistungssteigerung lediglich durch die höhere Spannung der größeren Batterien erfolgt. Standardmäßig läuft der Wagen übrigens mit 16 Zoll Stahlfelgen vom Band. Optional gibt es diese 17 Zoller im eigenen Ego-Design sowie 18 Zoll Schlappen. Der Wagen kommt serienmäßig mit Discbrakes vorne und hinten und die Scheiben der Türen werden in Serie auch noch rahmenlos werden. Cool! Hinten wird sich der Heckdiffusor, genau wie die Kofferraumklappe mit den Scharnieren hier, in Serien noch ein wenig verändern. Das Ladevolumen beträgt ca. 120 Liter. Wenn man die einzelnen Sitze umklappt, kann der Platz auf 640 Liter erweitert werden. Da habe ich es mir auch hier nicht nehmen lassen, einmal in den Kofferraum zu klettern.
Die Heckleuchten sitzen übrigens in Serie voll auf LED. Nice. Aber die vorne und hinten erhältlichen Parksensoren gibt es, und das als Stadtauto, nur optional. Auch gibt es erstmal keine Rückfahrkamera. So, ich sitze jetzt hier im Fond vom Live und habe den Fahrersitz hier auf meine Körpergröße von 1,83 Meter eingestellt. Und für so ein kleines Auto bin ich auf jeden Fall schon mal echt erstaunt, wie hoch hier die Kopffreiheit ist und generell die Beinfreiheit auch. Ich komme hier zwar gerade dran, aber für so ein Stadtauto ein sehr gutes Platzangebot. Auch die Seiten sind gut. Wenn ich denke schon mal, dass in Serie wird auf jeden Fall hier diese Aussparung bestimmt noch ein bisschen besser isoliert, sodass wir ein bisschen weniger Platz hier kriegen werden. Wie schon erwähnt, sind es einzelne Sitze, die man nach Bedarf also gut umklappen kann. Ob es die blauen Anschnallgurte in die Serienversion schaffen, ist noch nicht bekannt. So, herzlich willkommen auf der Fahrerposition vom Live. Ist das Platzangebot sehr gut, die Kopffreiheit ist enorm, zumindest mit diesem Prototyp-Sitzen noch. Auch die Seitenfreiheit hier in den Türen ist sehr schön. Wir haben viele Ablagefächer, sowohl Door-Pockets als auch hier vorne ein Handschuhfach. Sehr geräumig das Ganze gestaltet. Wir haben elektrisch verstellbare Fenster, elektrisch verstellbare Seitenspiegel, beheizbare Front- und Heckscheibe, ABS, ESC, Servolenkung, Fahrer- und Beifahrer sowie Seitenairbags sind standardmäßig verfügbar. Ja, wir haben drei Displays hier im Auto. Einmal das Fahrtdisplay, was wir vorne sehen, wo wir natürlich die Geschwindigkeit angezeigt bekommen werden, das Infotainment-System, welches optional ist, und hier die Klimaanlage bzw. Lüftung, die wir hier einstellen können. Und an dem Punkt hier finde ich es schade, wie die Preisgestaltung der Sonderausstattung vorgenommen wurde. Das Infotainment-System schlägt mit 1200 Euro zu Buche oder besser im Innovationspaket zusammen mit den LED- und Nebelscheinwerfern für 1900 Euro. Auch nicht gerade günstig ist die Klimaanlage, für die ihr 1700 Euro hinblättern müsst und welche auch nicht im 600 Euro teuren Komfortpaket enthalten ist. Rechne ich das zusammen, geht mein Umweltbonus von 4000 Euro allein dafür voll drauf. Meiner Überzeugung sollte ein einfaches Infotainment-System als auch eine Klimaanlage, die ja nicht zuletzt auch ein Sicherheitsfeature gegen beschlagene Scheiben ist, eigentlich standardmäßig in jedem Neuwagen aus dem Jahre 2019 verbaut werden. Nun ja, genug genörgelt, wenigstens bekommt das Auto eine Internetanbindung und damit eine Steuerung via App. Auch wird das Interieur hochwertiger ausfallen. Vielleicht hat ja Igo mein Video vom Street Scooter gesehen, Link am Ende des Videos, wo die Verarbeitung, naja, zu wünschen übrig lässt. Jedenfalls habe ich eine kleine Tour durch die Prototypenwerkstatt bekommen und durfte mich davon überzeugen, dass in neueren Versionen die Materialauswahl vom Dashboard, das Infotainment-System, der Geräuschdämmung und eigene Igo-Sitze mit Lederelementen wirklich sehr vielversprechend aussahen. Leider durfte ich die Kamera nicht mitführen. Momentan befindet sich der Igo Live in der Evaluierung für den Zulassungsprozess. Die ersten Serienfahrzeuge sollen noch Anfang nächsten Jahres aus dem Werk in Aachen laufen. Dabei werden aber erstmal die teureren 60er Modelle hergestellt. Ich hoffe, dass ich dann eine Gelegenheit bekomme, eine Testfahrt zu machen. Also wenn ihr das nicht verpassen möchtet und über Technik auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch gerne diesen Kanal. Mich konnte der Wagen und die Firma im Gesamtbild begeistern, auch wenn mein Traumauto dann doch die 20.000 Euro knacken würde. Aber die Professionalität erhöht das Vertrauen, dass der Igo unter den zahlreichen kleineren Herstellern, ihr findet auch noch andere Videos dazu auf meinem Kanal, zu den fortgeschrittensten gehört und es ihr Konzept auch wirklich zeitnah zu kaufen geben wird. Lasst mir doch gerne mal Feedback in den Kommentaren da, wie euch das Video gefallen hat und was ihr über den Live denkt, gerne auch via Like- oder Dislike-Button. Wenn ihr noch mehr Infos zum Auto haben wollt oder meine Arbeit auf dem Kanal unterstützen möchtet, dann schaut doch mal in die Videobeschreibung. Das war's, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, ciao!